Hallo ihr Lieben, heute ist das Prompt-Zitat dran und ich dachte, wir basteln eine Postkarte oder Steckkarte für Junk Journals, Mini-Alben, was auch immer, mit einem schönen Zitat drauf. Ich habe passendes Aquarellpapier von Canson, das ist dies hier in der richtigen Größe. Und ich werde das jetzt erstmal mit Washi-Tape abkleben rundherum. Weil das gibt einfach einen schönen Rahmen. Und das Papier wölbt sich nicht so. Natürlich meine Papiere zu kurz abgeschnitten. So richtig andrücken, dass es nirgends drunter läuft. Genau, dann nehme ich euch noch ein bisschen nach vorne, dass ihr auch alles seht. Als Farben habe ich mir bereitgelegt meine Gelb-Orange-Palette und meine Rotpalette und natürlich ein Topf mit Wasser. Und ich werde jetzt einfach mit der Nass-Nass-Technik hier einen Hintergrund gestalten. Gehe dafür erstmal über das Papier mit einem leichten Gelb drüber, um es anzufeuchten. Aquarellpapier saugt sich ja sehr gerne sehr voll. Und ich nehme zum Anfeuchten schon eine leichte Färbung mit. Dann macht sich der Farbauftrag hinterher einfach leicht. Im Prinzip an mit einem sehr hellen Gelb einfach hinzutupfen, wo ich das haben will. Ich arbeite das erste Mal mit dem Papier. Ich weiß nicht genau, wie es sich verhält. Deswegen ist eigentlich so ein Projekt, wo man relativ einfachen Hintergrund haben will für den ersten Versuch. Perfekt. Jetzt gehe ich schon mit einem dunkleren Gelb rein. Ich gehe richtig bis ran an den Rand überall, wo es halt haben möchte, die Farbe. Ich bearbeite auch mit verschiedenen Intensitäten. Jetzt werde ich im Prinzip schrittweise dunkler. Das heißt, nach dem Gelb jetzt kommt ein Orange und dann kommen noch Rottöne. Und da das jetzt keine hochwertigen Farben sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass vielleicht auch noch ein bisschen aus, wenn das trocknet. Genau diese Effekte, wo das so ausfedert, ist das, was ich eigentlich haben will am Ende.
Genau, ich setze jetzt auch noch mal ein paar Wasserflecken drauf, wo es ein bisschen mehr verlaufen soll. Und ich gehe jetzt noch mal mit einem pinken Rot rein, um ein bisschen Kontrast zu geben und noch ein bisschen in eine andere Farbrichtung zu gehen. Und jetzt gehe ich nochmal zurück zum Gelb. Mir gefällt das ganz helle Gelb nicht mehr. Das heißt, ich gehe jetzt dort, wo ich das ganz helle Gelb habe, mit dem dunkleren nochmal drüber. So einen richtig kräftigen Hintergrund haben. Wie gesagt, ich bin mir fast sicher, dass das beim Trocknen wieder ein bisschen ausbleicht. Und wenn nicht, dann haben wir halt eine richtig schön kräftige Karte. So. Und jetzt gehe ich im Prinzip hin und nehme hier nur ein bisschen das am Rand gesammelte Wasser ab. Bevor ich es dann gleich trocknen lasse. Und jetzt lasse ich das erstmal trocknen und wir hören uns wieder, wenn es getrocknet ist. Bis. So, ihr Lieben, die Karte ist nahezu trocken. Ich denke, trocken genug, um drauf zu schreiben. Ich schreibe mit einem einfachen schwarzen Stift und ich nehme einen Trick 17. Ich nehme das Lightpad drunter, um zu sehen, wo ich schreiben muss. Und auch um diese Kalligrafie nachzuschreiben, weil in Kalligrafie kann ich nicht. Gebe ich zu, kann ich nicht, habe mich noch nie mit beschäftigt. Mein Zitat, was ich nehme, es gibt keinen Weg zum Glück, glücklich sein ist der Weg. Ich werde die Schrift, wo Druckschrift ist, ein bisschen in einem eigenen Stil schreiben und dann nur das Schnörkelige übernehmen und das andere eher als Guidelines. Und da ich mich beim Schreiben immer sehr konzentrieren muss, nehme ich euch dann nicht mit und melde mich nochmal kurz, wenn ich es fertig habe. Bis. So, ihr Lieben, die Karte ist fertig. Ich zeige sie nochmal. Das Zitat, wie gesagt, wir haben ein bisschen eine eigene Schrift gemacht für den Drucktext und nur die Schnörkel übernommen. Ich finde die sehr schön geworden. Man könnte jetzt natürlich in die Ecken noch was doodeln oder mit Stickern arbeiten oder so. Das werde ich aber jetzt nicht machen. Das würde ich dann an das Buch anpassen, wo es rein soll. Auch ob ich den Rahmen dran lasse, entscheide ich dann, wenn es
in ein entsprechendes Buch reinkommt. Kann auch sein, dass ich den Rahmen abschneide und es auf ein farbiges Papier klebe oder so. Oder den Rahmen noch anmale mit einer Farbe. Das entscheide ich dann, wenn es soweit ist. Und ja, ich werde das jetzt nochmal von hinten leicht anfeuchten, weil sich das Papier doch wellt, und dann pressen, dass es glatt liegt. Aber auch das ist was, was ich einfach für mich mache. Und ansonsten wünsche ich euch allen jetzt einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Wir hören uns wieder morgen beim nächsten Prompt. Und dann sage ich nur noch, bis dann. Ciao.